Hallo, geht's euch? Ich bin Razer LP. Ich bin Jen. Ja, das ist eine dumme Moderation. So, liebe Leute, willkommen hier zurück beim Diablo 3 Let's Play. Ich bin euer Razer. Ich bin euer Shen. Richtig, Shen war gerade verwirrt, weil ich das LP einfach mal eiskalt weggelassen habe. Oh, blaue Gegner. Yeah, blaue Gegner. Und eine Höhle. Aber wieder die falsche. Oh. Egal, auch diese Höhle wird erforscht. Immerhin könnte da ja was droppen. Oder wir finden noch einen Händler, der uns noch krassere Sachen verkauft. Dann haben wir gerade eben umsonst Gold ausgegeben. Ich hab jetzt gerade hier... Oh yeah. Schicke Stiefel. Schicke Stiefel sind schick. Ich geh schon mal in die Höhle. Verfallene Krypta. Geh schon mal in die Höhle. Ich komme auch rein. Gruselig. Verfallende Krypta, ja, Ebene 1. Krypta haben wir letztens erst hinter uns gebracht. Ich hab gedacht, ich muss diese modrigen Keller nie wiedersehen. Dachte ich auch. Irgendwie ist hier nichts. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Da ist was. Ha, ich habe was gefunden. Och nö, scheußliche Mütter. Oh nö. Mehr scheußliche Mütter. Oh mein Gott. Und euer Untergang ist Hölle. Besiegelt. Ich muss hier gerade noch was töten. Der Mönch macht ja richtig viel Spaß. Oh, Holzachse. Immer wenn irgendwas hier gelb, golden glänzt, dann sind es nur Äxte. Total blöd. Warte, ich muss die mal eben identifizieren. Wenn es was für mich ist, liebend gern. Zweihandachse mit 14 DPS. Nein. Eher nicht. Eher nicht. Oh, Gegner. Hallo. Ledermäuse. Nein, damit meinte ich nicht die Gegner. Da oben ist auch noch was drin. Mehr Zombies. Eigentlich habe ich gedacht, wir müssen die jetzt erstmal so schnell nicht wiedersehen, aber... Du lässt einfach alles explodieren. Das mehr zum Guten. Alter, jetzt werfen sie mir aber gerade die blauen Items... in Rachen. Und ich habe meinen ersten Ring gefunden, 8 Intelligenz. Yay. Ich bekomme absolut gar nichts. Ich habe einen Helm mit 24 Rüstungen, 3 Vitalität und ein bisschen Chance erhöht, die magischen Gegenstände zu finden, wenn ich den haben will. Wie viel Rüstung? 24. Ah, nee, ich habe einen mit 40. Na dann. Nicht. Ja, dann gehen wir mal wieder weiter runter. Okay. Was ist da rechts im Gang? Links, rechts, keine Ahnung, orientierungslos. Ah. Ich glaube, wir laufen jetzt vor eine Wand. Ich glaube, du hast, glaube ich, recht. Ja gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Das war sehr ertragreich. Ich habe immerhin 20 Gold bekommen. Oh yeah. Hallo? Alles zu hier. Das ist eine komische Krypta hier. Irgendwie ist hier sau wenig los. Da ist was. Kannst du mal aufhören mit dem Auseinanderkicken? Nein. Oh mein Gott. Sterbt. Verbrennt in meinen Fledermäusen. Ich brauche mehr Mana. Yay, 6 mit einem Schlag getötet. Okay. Ich hatte eben irgendwas von 12. Puh. Du solltest deine Roundhouse-Kick-Babam-Attacke irgendwie... Da ist wieder eine Wand. Ein bisschen aufheben, dann kannst du, wenn die alle low gehen, den voll einen reindrücken. Nee. Ich will ja Spaß haben. Du, das geht hier noch weiter. Wo? Oh. Und hier ist auch wieder so eine... höher gelegene, aber leere... Nee, doch nicht leer. Ah, blaue Gruppe. Ja, das ist ganz blöd, wenn ich die gerade brutzel, dass du die mir dann aus der Range kickst. Und Mütter. Och, die Mütter sind so nervig. Und Fledermäuse. Sehe ich auch so. Was? Fledermäuse? Ich brauche Mana. Jetzt habe ich da irgendwie wieder was Blaues gekriegt. Oh,
ich habe einen magischen Kraftstein für einen Mönch, der mir eigentlich nichts bringt, außer ein bisschen mehr Leben. Und die Regeneration von Geisteskraft erhöht. Den setzen wir doch gleich auf. Ich krieg gerade ganz viele von den Voodoo-Puppen. Ja, so, laufen wir jetzt hier wieder vor eine Wand oder geht's hier weiter? Nein, hier geht's weiter! Hier geht's, ins Ledermäusen. Ich hab gerade wieder ein bisschen rumgeleckt. Das ist leicht seltsam. Das war's also, schon wieder. Doch eine Wand. Was ist denn hier unten? Hier ist Wände. Nichts ist hier. Doch, da ist noch ein Gang, den wir nicht überprüft haben, der ganz am Anfang. Ja, und der ist der richtige. Es war irgendwie so klar, aber da geht's auch noch weiter. Das wird aber der falsche Gang sein, jede Wette. Wollen wir wetten? Ich wette nicht. Aber okay, wie viel Gold ist denn hier was wert? Dann sag ich... Verdammt! 5K, dass das der richtige ist. Ha! Ja, jetzt hätte ich das auch sagen können. Gut, dass wir nicht gewettet haben. Meine Familie, bitte, erlöst sie von ihrer Qual. Was zur Hölle? Wo ist sie? Wer ist sie? Da. Da unten. Warte. Nimm mich mit. Was ist los? Befreit meine Familie von ihrem verfluchten Dasein. Ich kann hören, wie sie sich im Grabe winden. Ghostbuster! Das ist der Vater. Das sehe ich auch so. Oh, Stufe 11. Das ist die Mutter. Ja, eine scheußliche Mutter. Stufe 11. Oh, und wie süß, der Kleine. Jabby, rate. Endlich sind sie frei. Dank euch kann meine Familie nun in Frieden ruhen. Frei von dem Fluch, den sie selbst verursachten. Okay, den Fluch, den sie selbst verursachten. Ich habe eine Stofftunika bekommen. Ich hab, die mir gar nichts bringt. Also, ich glaube, ich habe gar nichts bekommen. Absolut gar nichts, aber ich habe irgendeine neue Fähigkeit bekommen. Warte mal eben. Ich habe gar nichts bekommen. Okay, das ist wahrscheinlich irgendwas Komisches, aber nur damit ich mal sehe, was das ist, nehme ich die auf jeden Fall. Und ich habe eine Rune für die Fledermäuse bekommen. Oh, geil! Oh, das ist geil. Pass auf, ey. Ich schick dir jetzt ein paar Fledermäuse, okay? Ja. Yeah! Ich habe nicht genug Mana. Oh Gott, meine neue Fähigkeit. Kombo-Angriffe. What? Ich find's nice. Gehen wir mal weiter erkunden. Ein Sarg. Ja, aber ich muss jetzt endlich nicht mehr nah rangehen, um meine Fle- Oh, geil, das hat sich sehr wohl gelohnt, hier reinzugehen. Heiltränke und Gold und mehr Heiltränke. Boah, was? Kröten. Krötenplage. Alter, ich werfe mit Kröten durch die Gegend. Erst mit Spinnen, dann mit Kröten. Ja, die Spinnen kann ich nicht mehr. Ich kann entweder mit den Giftpfeilen schießen oder Spinnen, Kröten werfen oder, keine Ahnung, irgendwann eine Fähigkeit habe ich noch. Doch, da ist ein Ring. Plus 1-2 Schaden. Nett. Besser als keiner. Ja, dann, Ach, hier ist noch ein Buff. Da ist noch was, ja. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Und ihr kriegt wieder Kröten. Jetzt wird's witzig. Warum? Ein echter Volltreffer. Weil das hier gerade alles Mütter waren, die hier standen. Aber irgendwie... haben die nicht so viel beschworen, kann das sein? Nee. Schade. Hätten wir sie mal lassen sollen. Ja, dann zum Eingang. Ich glaube, ich ändere aber die Kröten wieder aus. Die sind irgendwie komisch. Warte mal eben.
Rune nicht vergessen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die Fledermäuse vielleicht wechseln will. Naja, schauen wir mal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal weiter nach der Höhle suchen. Ja, und finden wir sie. Die Fledermäuse zielen auf jeden Fall nicht. Aber machen Schaden wie Sau. Da ist eine Höhle. Oh, yay! Wir haben unser Ziel erreicht. Okay. Hat ja auch gar nicht lange gedauert. Nein, nur, knapp drei nur zwei Parts. Folgen. Hä? Nur zwei Folgen. Drei fast. Ich habe nicht genug Mana. Also die großen Fledermäuse sind echt schlecht im Zielen. Du, neues Wissen? Ja. Alles klar. Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet. Und ich fürchte, ihre abergläubische Gewaltbereitschaft wird das ganze Gebiet ins Unheil stürzen. Als ich sie belauscht habe, erfuhr ich wenig. Außer, dass sie in ihren Gesängen immer wieder das Wort Magda wiederholen. Nun begebe ich mich nach Hause in Sicherheit, wo ich diese Sorgen vergessen kann. Aha, die singen also Maria Magdalena. Huch. Wir müssen uns mit dem Ritual beeilen. Huch. Magda, was seid ihr denn? Fast geschafft. Das sind die Magda singenden Personen. Ja, hier ist, fresst man erstmal Fledermäuse. Boah, wie die Fledermäuse reinhauen. Schon wieder neues. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir Magda gehört? Ich werde das Schwert seinem Besitzer zurückbringen. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück. Die Höllenbrut sind Dämonen, die durch üble Magie aus den brennenden... Höllen ihr herbeschworen werden. Sie jagen ihre... Was zur Hölle? Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Wir sollen das Schwertstück zu Kane zurückbringen. Ja, Stadtportal würde ich sagen. Ja, warte, lass mich doch mal erstmal hier alles erforschen. Ach, du immer mit deinem Erforschen. Didim. Guck mal, hihi. Ich hab noch nicht das. Hab's noch nicht so ganz drauf, mit den großen Fledermäusen jetzt zu zielen, weil guck mal, was die für eine komische Flugbahn haben. Ja, die haben gesoffen. Pendeln so ein bisschen. Nee, Moment, das ist. Nee, das brauchen wir gar nicht, oder? Nee. Stadtportal! Yay! Hast du dir gemerkt, wie der Händler heißt? Ich hab mir nicht gemerkt, wie der Händler heißt. Da stand eben kein Name, aber wir können ja mal gucken, wie er aussieht. Und ich schwöre dir, das ist der, der hat auch eine Schaufel dabei. Er hat aber nicht so schöne Sachen dabei. Ja, aber jetzt hat er nicht mehr so gute Sachen wie in der Höhle. Stimmt. So, aber was Kane uns zu sagen hat, finden wir erst beim nächsten Mal heraus, denn leider ist die Zeit schon wieder um. Ich bin euer Razer LP. Ich bin euer Shen. Vergesst nicht, unten findet ihr den jeweiligen Link zu den anderen Videos. Und das war's dann auch für heute, ne? Würde ich sagen. Okay, tschüssi. Tschüss.